Ja, bei uns ist Daniel Kalwitz einer der absoluten Frontrunner des ADAC GT Masters und den VLN-Fans natürlich auch bestens bekannt von der Nürburgring-Nordschleife. Unter anderem noch am vergangenen Wochenende in der wunderschönen Zugspeed Viper am Start gewesen. Und Daniel, deine dritte Teilnahme hier in Olpen, wie sind deine Eindrücke bisher? Ja, sehr gut, wie immer, alles perfekt organisiert, macht mega viel Spaß, ist auch immer schön wieder im Kart zu sitzen, also es erinnert mich so ein bisschen an meine Anfänge auch, wie bei den meisten wahrscheinlich hier von den Rennfahrern und es macht Spaß, ist eine coole Veranstaltung und ich genieße das sehr immer so als Jahresabschluss nochmal so ein bisschen Fun-Veranstaltung zu machen, macht Spaß auf jeden Fall. Und sicherlich auch immer ganz spannend das Duell mit den Fahrerkollegen dann in den Karts. Gibt es da irgendeinen im Starterfeld, dem du ganz besonders einen einschenken magst hier? Ja, das haben wir heute Morgen schon erledigt. Mein Freund Hendrik, mit dem ich letzte Woche noch mit Viper gefahren bin. Wir haben so ein kleines internes Duell zwischen uns und jetzt heute Morgen ging es wieder ums Qualifying. Und da habe ich ihn geschlagen auf jeden Fall, das ist immer ganz wichtig. Und das war's, also der erste Tagesziel ist auf jeden Fall schon erreicht und ja, ansonsten genießt man das einfach hier. Ich glaube, man darf mich zu verbissen sehen hier, wobei der eine oder andere bestimmt das macht, aber generell geht es einfach nur um Spaß haben. Ja. Ja, eine lange Rennsaison liegt hinter uns, vielleicht auch Zeit nochmal zurückzublicken. Du hast ja auch durchaus ein turbulentes Jahr erlebt mit dem Teamwechsel im ADAC GT Masters, aber auch in der VLN am Start gewesen. Creventic bist du, glaube ich, auch gefahren, 24-Stunden-Rennen. Was bleibt dir so in Erinnerung aus dem Jahr? Ja, definitiv der Viper-Einsatz, das ist schon mit so eins der Highlights, auch wenn wir natürlich leider einen technischen Effekt hatten, aber das ist so, dass ich das Auto mal fahren durfte, weil es gibt ja, glaube ich, nur 6 Chassis auf der ganzen Welt und das war auf jeden Fall ein Highlight für mich zu fahren. 24 Stunden in Runden überbringen ist natürlich immer wieder ein Highlight und ich bin auch sehr froh, dass in der GT Masters wieder nach dem schwierigen Anfang der Saison wieder am Ende dann doch den Umschwung nochmal geschafft habe mit Zugspeed und auf dem Mercedes und am Sachsenring nochmal aufs Podium geschafft habe, den zweiten Platz eingefahren und doch, also im Endeffekt war das der Jahresabschluss dann doch ganz persönlich für mich und auch wenn es schwierig begonnen hat, aber so wie es ja geändert hat, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Kannst du zu diesem Zeitpunkt schon einen kleinen Ausblick auf 2020 wagen? Da sind sicherlich die Fans sehr interessiert. Ja, ist immer schwierig, ne? Es ist sehr früh noch. Wie gesagt, Gespräche laufen, also GT Masters wird wahrscheinlich wieder mit am Start sein. Ich glaube, ohne kann ich auch gar nicht mehr. Jetzt wird da mein 10. Jahr, glaube ich. Ich glaube, 10. Jahr oder 9. Jahr, weiß ich gar nicht mehr. Und 24 Stunden Nürburgring ist wieder natürlich ein Thema. Ein, zwei VLN-Läufe vielleicht und der Rest muss man dann eben sehen, was es noch ergibt. Daniel Kalwitz, vielen Dank bis hierher. Viel Erfolg heute hier in Olpen und natürlich auch im nächsten Jahr auf den Rennstrecken dieser Welt. Ja, vielen Dank.